Servus, heute nicht aus Bullendorf, sondern aus dem schönen Bamberg. Ich bin heute beim Catchy im Hotel Altenburgblick. Der Mann ist Fleischsommelier und bietet... Diplom-Fleischsommelier. Also er hat richtig Ahnung. Der bietet regelmäßig auch Steak-Tastings und Grill-Workshops an. Und heute habe ich eben ein bisschen was von unseren Rindern mitgebracht, dass er uns da mal fachgerecht zubereitet, sagen wir mal. Ja. Und ja, willst du zu dir noch was sagen, Catchy? Ja, also zu meinem Werdegang ganz kurz. Ich bin gelernter Fischwirt, habe da eine Ausbildung gemacht, habe in dem Beruf knapp 6 Jahre gearbeitet, war zwischendrin bei der Bundeswehr, habe dann ein Studium als Lebensmittelverarbeitungstechniker in Kulmbach gemacht und bin dann hier im Hotel eben gelandet. Das ist ein Familienbetrieb von meiner Frau her, von der Familienseite her. Und seit 2016 habe ich eben angefangen, Workshops und Tastings anzubieten und es ist super gelaufen. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das baue ich auch immer weiter aus. Ich habe jetzt angefangen, in der Corona-Krise auch das Fleisch zu verkaufen, von dem ich überzeugt bin. Ganz spezielle Cuts, was man bei den meisten Metzgern um die Ecke einfach nicht bekommt. Und werde es auch noch weiterhin ausbauen, sodass man die Grills, von denen ich überzeugt bin, kaufen kann. Ja, und das Ganze, diese ganze Spinnerei, kann man ganz ehrlich sagen, hat dann damit gegipfelt, dass ich 2018 auf 2019 im Winter eben den Titel zum Diplom-Fleischsommelier in Graz gemacht habe, wobei ich das tatsächlich nicht wegen dem Titel gemacht habe, sondern einfach, weil ich so viel wie möglich über das Thema Fleisch und was dahinter steckt und was damit zu tun hat, weil mich das einfach interessiert. Und deswegen habe ich auch dich besucht damals, weil ich auch gerne die Züchter besuche, weil ich jedes Mal was dazulerne, wenn ich mit Fachleuten spreche und das auch jedes Mal den Blickwinkel auf die Sache absolut ändert. Einfach das Bewusstsein für das Thema Fleisch, aber nicht nur für Fleisch. Bei mir hat es mit dem Fleisch angefangen. Letztendlich zieht sich das über andere Lebensmittel bis hin dann aufs Leben durch, einfach bewusster zu leben. Ja, das ist so mein Ansatz. Sehr schön, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann erzähl uns doch mal schnell, was dreimal heute fein ist. Was gibt es am Grill heute? Also du hast ja hohe Rippe von deinen Highland-Rindern mitgebracht. Kannst du mir sagen, ob das eine Ochse, eine Ferse oder ein Jungbulle war? Das war eine Ferse. Okay. Mit 3 Jahren, Alter. Ja, das ist ein schönes Alter. Also so im Fleischbereich sagt man, dass die Fersen, die man für Steaks schlachtet, mindestens 24 Monate alt gewesen sein sollten, weil umso älter das Tier ist, umso mehr Geschmack ist da einfach drin. Deswegen ist 3 Jahre auf jeden Fall ein sehr schönes Alter. Was wir noch dazu haben, können wir ja vielleicht mal quer vergleichen, haben wir noch das Entrecot oder das Ribeye von einer Rubia Gallega. Das ist die spanische Kuh, spanische Oma-Kuh. Hallo. Servus. Das ist die spanische Oma-Kuh, die ist so im Alter von 6 bis 22 Jahren alt, reine Weidehaltung, das sind aber Fleischrinderrassen, also sind keine Milchrinder, die dann irgendwann am Ende des Lebens nochmal fett gemästet werden, sondern das ist wirklich das Original. Da gibt es auch im Moment andere auf dem Markt, aber ja, wir haben jetzt das da und da kann ich auch dann bei der Zubereitung ein bisschen was drüber erzählen, bei beiden Stücken, deswegen bist du ja, denke ich mal, auch da. Ich mag das Fleisch von Papa Jo. Genau, und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an und ich erzähle ein bisschen was dazu. Ich versuche, dass es nicht zu ausufernd ist, weil der Steak Workshop, wo es eben darum geht, wie ich das perfekte Steak zubereite, der geht bei mir tatsächlich 3 Stunden mit einer Stunde Theorie und dann circa 2 Stunden Praxis, wo jeder selbst Hand anlegen darf. Genau, deswegen, so lang wollen wir das Video heute nicht machen, aber natürlich erzähle ich was dazu, ganz klar. Ein kurzer, aber fachlich korrekter Überblick. Also zuerst mal holen wir die natürlich aus der Verpackung raus. Ihr seht hier wunderbar, das ist bei Weiderindern so, dass die ein gelbliches Fett haben. Das kommt von den Carotinoiden, die im Futter drin sind. Das sind im Prinzip die gleichen Farbstoffe, die auch in der Karotte drin sind. Deswegen haben sie auch diesen Namen. Ich bin auch der Meinung, dass es wegen vom Chlorophyll und so weiter kommt. Für mich ist es ein Qualitätsmerkmal zum Positiven hin. In Amerika ist es anders. Da sind die Rinder meist in Feedlots und werden mit Mais gefüttert. Und beim Rindern ist es anders wie bei Geflügel zum Beispiel. Bei Geflügel kennen es die meisten von den Maispouladen. Die haben so ein gelbliches Fett und gelbliche Haut. Bei Rindern ist es genau andersrum. Wenn die ausschließlich mit Mais gefüttert werden, dann bekommen die ein schneeweißes Fett. Und das ist tatsächlich auch ein Qualitätskriterium bei der USDA-Klassifizierung. Deswegen kann ein Weiderind niemals die höchste Qualitätsstufe in Amerika erhalten, was ein bisschen paradox ist, ist aber leider so. Wie gesagt, ich glaube, man kann auch ganz gut erkennen, das ist wirklich schön marmoriert. Meines Wissens ist es so, dass ungefähr von den Alpenkühen nur 30%, also 3 von 10,
die Qualität erreichen von der Zartheit, von der Marmorierung und so weiter her, dass man die auch als Steaks nehmen kann. Das heißt, es muss stark selektiert werden. Aber wenn man eine gute erwischt, dann ist da so richtig Geschmack drin. Dieses ursprüngliche, urtümliche Rindfleisch-Aroma, dieses Umami. Als ich das erste Mal Rubia Gajega gegessen habe, war es für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Also ich hab gesagt, warum schmeckt nicht jedes Rindfleisch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist das eins meiner Lieblingssteaks. Ich war oft gefragt, welches Steak mein Lieblingssteak ist. Da möchte ich mich und kann mich gar nicht festlegen, weil ich mag die Vielfalt. Ich mag von den Cuts her verschiedene Cuts. Ob das ist Hanging Tender, ein Flat Iron, ein Flank Steak und so weiter ist, völlig egal. Ich mag die Vielfalt und ich kann nicht mal mich auf eine Reifemethode festlegen. Es gibt so viele gute Reifemethoden. Deswegen ja, kann ich das nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsstücke. So, dann holen wir mal die hohe Rippe vom Stefan mit raus. Ich würde fast sagen, dass wir hier das auseinander machen. Und das ist auch was ich euch hier so zeigen kann. Wenn ein Fleisch gut gereift ist, dann kann man das am Vlies entlang, also das so sagt der Metzger, das Bindegewebe wird Vlies genannt. So wie ein Plastik. Kann man das da tatsächlich separieren, wie ihr seht? Natürlich kann man da immer mal auch wieder reinschneiden, aber generell werden so die einzelnen Muskelpartien voneinander getrennt. Also der Metzger nimmt nicht einfach eine Rinderhälfte, die da hängt, und schneidet einmal quer durch, sondern der denkt sich schon was dabei. So, jetzt haben wir hier so einen länglichen Muskel. Von der Muskelstruktur her seht ihr, dass der gegen die Faser geschnitten ist, weil man die Muskelbündel erkennen kann. Wenn ihr entlang der Faser schneidet, will ich jetzt gar nicht sagen, dann seht ihr die Muskelfasern. Hier seht ihr nur die Muskelbündel. So. Also Steaks sind für mich zwischen 3 und 5 cm dick, haben sie zu sein. Ich sage auch immer, bevor ihr euch so dünne Lappen kauft, die ausschauen wie Schnitzel. Und das, der Grund ist einfach, dieses Teil bleibt wesentlich saftiger. Ihr könnt es lange auf direkter Hitze lassen. Ich bin auch der Meinung, nicht vorher aus dem Kühlschrank holen. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber logischerweise dadurch, dass es innen drin kalt ist. Also ich habe noch keinen Hitzeschock gehabt. Ich habe auch schon gefrorene Steaks gegrillt. Das geht. Ihr könnt die länger auf direkter Hitze lassen oder wir machen es heute auf der Plancha, eben direkt in richtig hohe Hitze. Und innen drin kann es nicht so schnell übergaren. Das heißt, ihr tut euch wesentlich leichter, den Garpunkt perfekt zu treffen. Ich würde sagen, das schaut doch ganz gut aus. Das legen wir mal daher. Dann machen wir die beiden. Sehr schick. So, ich habe meine eigene Salzmischung. Das ist tatsächlich gebastelt. Da habe ich einfach meine Sticker zerschnitten und draufgeklebt. Ich arbeite gerade an der Marktreife. Ich nehme zum Würzen ein sehr grobes Salz, wie ihr hier seht. Das ist eine Mischung aus 3 verschiedenen Natursalzen. Ist kein Geheimnis. Wenn einer das wissen will, erzähle ich es ihm gerne. Das habe ich so für mich selber zusammengemischt und finde das die perfekte Mischung. Ich habe es auch nur, oder bin dran, das auf den Markt zu bringen, weil viele Leute gesagt haben, mit was würzt du die Steaks? Und ich habe tatsächlich immer nur gutes Fleisch und gutes Salz und das schmeckt einfach. So, also grobes Salz und dann heißt es immer, wie viel. Ich bin da nicht sehr sparsam. Zum einen ist es so, weil die Struktur des Salzes sehr grob ist, dass es nicht so salzig schmeckt wie ganz viele kleine Kristalle. Als ganz einfaches Beispiel zum Visualisieren sage ich immer, wenn ihr Kandiszucker in den Mund nimmt, den könnt ihr lutschen wie ein Bonbon. Aber nehmt mal eine Teelöffelspitze feinen Zucker in den Mund, dann habt ihr Palm dieses brutal süße Gefühl im Mund. Und ähnlich ist es hier auch. Also umso größer die Kristalle, umso geringer ist die Oberfläche, umso weniger salzig schmeckt es. Es hat auch eine andere Struktur dann. Also es kann teilweise noch einen Crunch mit ranbringen. Je nachdem, wie dick das Steak ist, müsst ihr aufpassen mit dem Salzen. Bei relativ dicken, also ist jetzt ca. 3, das ist 5 oder sogar ein bisschen dicker, da könnt ihr wirklich gut Salz drauf machen, weil ich mache das so, ich tranchiere die Steaks ja dann auf. Das heißt, ich schneide solche Tranchen runter, die maximal fingerdick sind. Und dann habt ihr, das seht ihr ja hier im Querschnitt, im besten Fall, also 1 cm dick, sage ich jetzt mal, Kruste mit Röstaromen und Salz und in der Mitte sehr viel, im besten Fall rosa Fleisch. Das heißt, wenn ihr da einen Bissen davon nimmt, dann vermischt sich das im Mund und es gibt einfach ein gutes, rundes, ja,
Gefühl im Mund und auch einen guten Geschmack. Während hingegen, wenn ihr ein Flanksteak, ein Skirtsteak nehmt, die vielleicht so dick sind, weil die einfach am Rind so sind, die kann ich ja nicht im Nachhinein dicker machen, da muss man mit dem Salz ein bisschen sparsamer sein. Aber bei dicken Steaks, so 3 bis 5 cm, da könnt ihr schon ordentlich Salz drauf machen. Ihr seht auch, ich drücke das einfach nur an. Ich kann es nicht einmassieren, das funktioniert nicht. So mancher sagte mir, wir massieren das ein, funktioniert nicht. In der Kürze der Zeit schafft es das Salz nicht da reinzugehen. Und ich salze auch vorher, weil es für mich verschiedene kulinarische Gründe hat. Zum einen ist es so, dass das Salz in der Kruste, wenn die Kruste entsteht, gefangen ist. Das ist eine ganz andere Aromatik, wie wenn ich im Nachhinein das würzen würde. Zumal, wenn ich eine wirklich rösche, trockene Kruste hinbringe, ist dann das Problem, dass wenn ich Salz drauf streue und ich stelle das Steak so hin, das fällt mir einfach runter. Macht für mich keinen Sinn. Ich vergleiche es auch immer so mit dem Nudelwasser kochen. Wenn ihr schon mal Nudeln gekocht habt und habt vergessen, das Wasser zu salzen, ihr werdet den salzigen Geschmack im Nachhinein nie mehr in die Nudel reinbringen. Und hier ist es das Gleiche. Allerdings bitte nicht verwechseln. Es ist das Gleiche mit der Kruste, nicht mit dem Fleisch. In der Kürze der Zeit kann das Salz nicht ins Fleisch rein, aber es ist in der Kruste. Und wie gesagt, es ist eine ganz andere Aromatik. Dieses Totschlagargument, warum es nicht gemacht wird von vielen, ist ja, dass es Salz hygroskopisch ist und Wasser entzieht. Stimmt irgendwo auch. Also Salz zieht Wasser an, nur kann man da drauf schauen, passiert nichts. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie von einer österreichischen Dame an irgendeiner, also ich weiß jetzt nicht welchen Grad, die haben verschiedene Wissenschaftsgrade als bei uns hier, aber die hat herausgefunden, dass die Wasserbindefähigkeit von vorher gesalzenem Fleisch höher ist als die von nachher gesalzenem Fleisch. Der Verlust von 2% der Zartheit ist dagegen zu befürchten. Aber ich finde halt, die Aromatik macht es besser. Von daher, die 2% Zartheit habe ich bis jetzt noch nie vermisst. Deswegen salze ich auch vorher. Das Fleisch ist soweit vorbereitet. Könnte man eigentlich zum Grillen übergehen. Schalten wir zu dort. Alles klar. Jetzt sind wir am Grill. Das sage euch kurz was über den Grill. Das ist eine sogenannte Plancha. Plancha kommt aus dem Spanischen und bedeutet einfach nur Pfanne an sich. Das ist eine 8 mm dicke Stahlplatte. Wie ihr seht, wenn die sich erhitzt, wölbt sie leicht nach innen, sodass Fette und so weiter zur Mitte hin rollen, tropfen, fließen. Ich kann diesen Ring hier rausheben, der ist eigentlich für als Wok-Ring gedacht, da kann ich einen Wok einhängen, also total vielseitig das Ding. Und zum Saubermachen ist es auch geil, weil dann nehme ich den Ring einfach raus, schiebe alles ins Feuer rein und es ist weg, öle es nochmal ein und fertig ist das Ding. Also ich bin total begeistert davon. Wir haben hier verschiedene Temperaturbereiche auch. Also man kann hier grob durch die dunkle Einfärbung erkennen, wo es sehr heiß ist. Das ist natürlich da, wo die Feuertonne unten drunter ist. Wenn man dann jetzt über das Fass drüber rauskommen, seht ihr hier, wird es kälter. Und das machen wir uns dann auch zunutze, weil zum Angrillen legen wir es hier direkt in den ganz heißen Bereich, direkt neben das Loch. Und dann zum Ziehen lassen werde ich es rausziehen, werde es mit der Glotsche abdecken, weil da braucht man gar Raum und hier kommt ja die Hitze immer nur von unten. Deswegen machen wir es damit und ich habe hier mein Steakthermometer. Weil selbst ich, wo schon ein paar Steaks in seinem Leben gemacht hat, nimm einen Thermometer, weil ich einfach sage, aufs Fleisch gibt es so viele Einflussfaktoren, die kann keiner vorher wissen, ob das Geschlecht, die Rasse, das Alter, die Schlachtumstände und waren. Jedes Fleisch reagiert anders und ein Steak sagt dir selber, wann es gegessen werden möchte, nämlich dann, wenn es die Kerntemperatur erreicht hat. So, und jetzt würde ich sagen, hauen wir es einfach mal auf. Darf ich dir helfen damit? Hört sich schön an. Ja. Okay, ja, das ist schon schnell. Dann kommt oft die Frage, wie oft dreht man ein Steak? Also, drehen tun wir es gar nicht, weil drehen bedeutet im Prinzip das hier. Wir wenden es. Wenden heißt von einer Seite auf die andere. Rein theoretisch könnt ihr das so oft machen, wie ihr wollt. Es gibt sogar ein YouTube-Video, habe ich mal gesehen, da hat einer mit einem Grillrost versucht, eine Kruste hinzubringen. Eine Kruste kriegst du aber nur mit einer Platte oder mit einem Obergrill-Hitzegrill hin. Und hat es, glaube ich, 76 Mal gedreht. Wichtig auch immer, nicht direkt auf die gleiche Stelle, weil da, wo das Steak liegt,
ist es weniger heiß als knapp daneben. Das heißt, wenn ich das jetzt wenden werde, lege ich es da drüben hin. Nur so zur Info auch noch. Ich bin großer Freund von der Kruste. Und die Kruste bekommst du eben nur auf einer Plansche, auf dem Oberhitzegrill. Ich mag auch diese geriffelten Grillpfannen nicht, weil das für mich keinen Sinn macht. Da habe ich ja wieder das Rost imitiert und habe diese Streifen drin. Ich habe Röstaromen immer nur da, wo das Fleisch direkte Hitze bekommt. Und das ist eben auf so einer Plansche oder Oberhitzegrill. Also ihr macht mit dem Wenden nichts kaputt. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr lustig seid. Wenn ihr am Anfang eure Erfahrung sammeln müsst, und das gehört dazu, das ist ganz normal, dann wendet es von mir aus alle 30 Sekunden. Schaut, wie euer Grill ist. Jeder Grill ist auch anders. Also jeder muss erst seinen Grill kennenlernen. Das ist ganz, ganz normal und überhaupt nichts verwerflich dran. Ich möchte auch diese Glorifizierung oder Mystifizierung, dagegen würde ich jetzt nicht sagen, kämpfe ich an, aber ja, ich versuche die Leute einfach aufzuklären. Durch mein Wissen als Lebensmittelverarbeitungstechniker sage ich halt, wie meine Erfahrung und das, was ich gelernt habe, mich dazu geführt hat, das so zu machen, wie ich es mache. Ich sage aber ganz klar, es gibt da kein richtig und falsch. Wenn ein anderer das anders macht und kommt aufs gleiche Ergebnis, das ist genauso. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ihr müsst so machen oder ihr müsst so machen. Ich sage nur meine Meinung, meine Erfahrung, und wer es annehmen will, der kann es gerne tun, und wer nicht, ist auch okay. Oftmals wird die Frage zum Beispiel auch gestellt, ölen ja oder nein. Also bei dieser Plansche, da ist eine spezielle Beschichtung drauf, das heißt, ich müsste es eigentlich nicht ölen. Und so wie es marmoriert ist, hier kann man ganz gut erkennen, wenn das Fett hier so brutzelt und rausläuft, schmiert es sich praktisch selber. Also ich bräuchte da kein Öl drauf tun. Umso mehr Fett aber drunter ist, es ist einfach so, umso schöner wird die Kruste, weil ja, Fett wird einfach heißer als Wasser, und Wasser verdampft bei 100 Grad, und das seht ihr hier, den Wasserdampf, der rausgeht. Wenn ich jetzt da Fett drunter habe, in Form von Öl eben, dann passiert es nicht, dann habe ich da, im Prinzip wird es frittiert, sagen wir mal so, wie es ist. Mini-Steak. Umso höher die Hitze ist, umso besser ist es auch, weil dann entsteht die Kruste natürlich schneller, und das Fleisch hat gar nicht die Zeit, nach innen drin wirklich zu garen. Ich habe jetzt die Kerntemperatur gar nicht gemessen, wo ich es drauf habe, aber da es aus dem Kühlschrank kam, gehe ich mal davon aus, dass es irgendwo zwischen 2 und 4 Grad war. Jetzt schauen wir einfach mal, wo wir jetzt sind. Wichtig ist auch immer, das merke ich beim Steak-Workshop sehr oft, die Leute stechen einfach so rein und versuchen dann die Kerntemperatur festzustellen, ne? Funktioniert nicht. Was ich mache, ist, ich nehme es so, dass ich sehe, wo hier die Mitte von der Stärke her ist, und schiebe es dann an die dickste Stelle. Das ist in dem Fall bei dem Steak ungefähr dieser Punkt hier. Das heißt, ich schiebe es von hier rein und bis zur Mitte hin. Da sind wir jetzt bei 35 Grad ungefähr. Ich will es auf eine Kerntemperatur von circa 54 bis 56 Grad bringen. Und ich, wenn ihr mich fragen würdet, was meine Lieblingsgarstufe oder mein Lieblingsgargrad ist, kann ich euch auch das nicht sagen, weil ich je nach Fleischstück entscheide, wie ich denn die Garstufe möchte. Denn sehr, sehr mageres Fleisch esse ich schon ab 48 Grad. Da schaut es innen noch fast roh aus, aber die Saftigkeit ist schöner, ganz einfach. Während ich ein stark marmoriertes Stück Fleisch auch mal bis 58 oder 60 Grad ziehe, weil dann das Mundgefühl ganz viel schöner ist, weil diese ganzen Fettadern geschmolzen und heiß sind, und umso heißer das Fett ist, umso mehr Aroma kommt raus. Aromen bitte nicht mit Grundgeschmack verwechseln, das machen auch viele. Aromen sind flüchtige Moleküle, die wir übers Essen zu uns nehmen, aber dann über den Mund-Rachenraum in der Nase wahrnehmen. Das ist auch der Grund, warum wir nicht sehr gut schmecken können, wenn wir erkältet sind, weil wir dann eben nur die Grundgeschmäcker auf der Zunge schmecken und nicht die Aromen wahrnehmen können. Und das ist auch einer der Gründe, warum ein gutes Steak schön marmoriert sein sollte, weil umso mehr Fett mit drin ist, umso mehr fettlösliche Aromen sind im Fleisch. Deswegen, schöne Marmorierung hat durchaus seine Gründe. Gut, oder? Ja. Wirklich schade, dass wir den Geruch nicht mit aufzeichnen können. Ja, super. Sagen es die meisten in den Videos, das gibt es halt noch nicht. Das kannst du ja finden, dann wirst du wahrscheinlich reich. Nicht schlecht. So, wir haben jetzt bei der Platte eben den Nachteil, sage ich jetzt mal, obwohl es total vielseitig ist. Also ich habe da drauf schon Eier, Pfannkuchen, Gemüse, Fisch,
Reis gekocht, alles gemacht. Aber das kleine Problem ist eben, dass die Hitze nur von unten kommt. Für Burger, für Cheeseburger zum Beispiel, ja, Sticky Rice. Für Cheeseburger zum Beispiel, wenn ich die Burger von beiden Seiten angebräunt habe und ich möchte da den Käse drauf zerlaufen lassen, mache ich mir eben so eine Glosche zunutze. Sprich, ich stelle das da drüber, erzeuge einen Garraum, weil die Hitze, die aufsteigt, darunter gefangen ist. Und dann schaffe ich es auch eben, den Käse zerlaufen zu lassen. Aber beim Steak mache ich das jetzt einfach so, dass ich hier nach außen lege, wo die Platte ca. 50, 60 Grad heiß ist, schätze ich mal. Mach die Glosche drüber, die sollte natürlich nicht über die Platte drüber hängen, weil sonst ist das nachteilig. Die sollte schon, also spätestens mit der Platte abschließen. Und da kommt dann jetzt der Thermometer rein. Und der Vorteil an dem ist, ich kann ihn als Einstechthermometer nehmen, für kurz, also für schnell nachschauen oder eben mit einem solchen Kabel versehen und dann dauerhaft die Hitze kontrollieren. Wenn ihr denkt, das ist das. Du musst daher nur arbeiten, sieht man nicht mehr. Und wenn ihr denkt, dass da manchmal beim Steak Blut ist, das ist nur der Saft vom Blut. Genau, das ist auch sowas. Meine Kinder wissen das, weil wir uns damit sehr viel beschäftigen. Die meisten Leute denken, dass da Blut rauskommt oder sagen, mein Steak ist blutig oder so. Ja. Die allermeisten wissen nicht, dass in Deutschland es Vorschrift ist, dass die Tiere entbluten. Also sie werden betäubt durch Bolzen, durch elektrische Betäubung, durch CO2-Betäubung und dann sterben sie letztendlich durch Blutentzug. Man macht sich zunutze, hört sich nicht schon an, aber wer Fleisch isst, der muss sich damit konfrontieren, ist meine Meinung. Man macht sich zunutze, dass das noch schlagende Herz den Tierkörper leer pumpt. Und das hat auch hygienische Gründe, denn Blut würde als erstes verderben. Also das ist ein ganz großer Angriffspunkt für Mikroorganismen. Und als ganz einfacher Beweis dafür, dass es kein Blut ist, ist, Blut würde schon ab 45 Grad gerinnen. Und wir, selbst wenn wir bei 48 Grad, also Rare oder Medium Rare, das Steak essen, haben wir kein geronnenes Blut drin, sondern dann hätten wir Blutgerinnselt drin. Was wir hier haben, ist Fleischsaft oder Zellsaft, sage ich immer. Wir schneiden ja ein Steak an, also wir verletzen die Zellstruktur und in der Zelle ist Zellsaft drin, das werdet ihr bestimmt im Biologieunterricht alle schon mal gehört haben. Und wenn ihr das anschneidet, dann läuft dieser Saft raus und der einzige Grund, warum es sich rötlich einfärbt, ist, weil da ein Muskelfarbstoff drin ist, das Myoglobin, und das ist der Träger im Prinzip vom Sauerstoff aus dem Blut in die Zelle rein. Und da ist ein Eisenion in der Mitte des Moleküls und wenn das sich mit Sauerstoff verbindet, dann wird es halt rot. Aber es ist ja nicht, es schaut nicht aus wie Blut, wenn man ganz genau hinschaut. Blut wäre auch viel dickflüssiger. Das ist so der größte Grillmythos überhaupt. Mit dem Blut? Ja, ja. Also egal, im Bekannten oder Freundeskreis, wenn du es nachfragst, ja, blutig mag ich nicht. Blutig. Ja, genau. Die einzigen Tiere, die in Deutschland tatsächlich erschossen werden, so dass sie tot sind, ist bei der Jagd. Da entbluten sie oftmals nicht. Aber alle Tiere, die im Schlachthof oder beim Metzger geschlachtet werden, der noch tatsächlich schlachtet, die haben kein Blut mehr in der Zelle drin. So. 30. Was sagt unser Thermometer? Wir sind jetzt bei 53 Grad und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ruhen lassen, und ich bin ein sehr großer Freund vom Ruhen lassen. Kannst du das mal kurz wegtun, bitte? Weil durch das Ruhen lassen die Zellsäfte teilweise sich beruhigen und auch zu einem gewissen Teil gelieren, also gelöste Eiweiße binden die Wasser oder die Flüssigkeit in Zellsaft, und somit habe ich dann ein Steak, was viel mehr Wasserbindefähigkeit. Also ich schneide es nicht an und der Fleischsaft läuft einfach raus. Wie lässt man am besten ruhen? Wie lange lässt man ruhen? Ich habe jetzt den Thermometer. Ja, ich habe jetzt den Thermometer raus. Ich tue ihn mal wieder rein, einfach nur um es euch zu zeigen, weil ich sag dann, wenn ihr einen Thermometer sowieso drin habt, dann lasst ihn doch so lange drin, bis ihr seht, dass die Kerntemperatur nicht mehr steigt. Weil dann hat sich die Temperatur ausgeglichen. Denn natürlich schiebt noch die Temperatur, die in der Kruste drin ist, nach innen rein. Also es ist nicht so, dass ihr das runterholt und es wird kälter, sondern im Gegenteil, es wird wärmer. Genau, ich lasse das einfach so Pi mal Daumen 5 Minuten ruhen. Also wenn ich jetzt den Thermometer nicht drin habe, wenn ihr einen Thermometer eh drin habt, ich sage einfach drin lassen, schauen, bis die Temperatur nicht mehr steigt, das seht ihr ja. Und dann könnt ihr das anschneiden. Zum Ruhen lassen empfehle ich ein Holzbrett, weil Holz entzieht natürlich nicht die Wärme, oder einen vorgewärmten Teller, kein kalter Teller, weil der entzieht die Wärme, vorgewärmter logischerweise nicht.
Und bitte nicht abdenken. Wenn ihr es hinbekommen habt, eine schöne Röschelkruste hinzubringen und ihr macht Alufolie drüber, dann erzeugt ihr so einen Garraum, wo eben die wo die Feuchtigkeit kondensiert und die tropft dann wieder runter und dann habt ihr genau das Gegenteil von dem bezweckt, was ihr eigentlich wolltet, nämlich da weicht ihr die Kruste wieder auf. Also bitte nicht abdecken. Und den Fehler habe sogar ich bis jetzt immer gemacht. Ja. So. Also ich heute auch wieder was dazugelernt. Sehr, sehr gut. Bei einem Wetter wie heute, da reicht wirklich ein Holzbrett und das in der Sonne liegen zu lassen. Schaut doch dekorativ aus, wenn es so ein Licht sich drauf spiegelt. Absolut. So, das Stück, das hat jetzt ein bisschen mehr von der Dicke her. Ihr seht auch, wie sich die Struktur verändert. Probier mal. Mega gut. Ja, sehr gut. Denn unter Hitzeeinwirkung ziehen sich die Muskelfasern zusammen und was vorher vielleicht labbrig auf dem Tisch lag oder auf dem Brettchen, bekommt dann so einen festen Stand. Deswegen verstehe ich auch oft nicht, warum bei Filetsteak sowas rumgebunden wird, weil das würde sich von alleine ergeben, wenn das sich erhitzt, dass das sich zusammenzieht und einen festen Stand bekommt. Habe ich noch nie gemacht. Abgesehen davon bin ich sowieso kein Filetfreund, aber warum, das könnt ihr mich dann im Workshop fragen. So, also die Temperatur steigt jetzt sehr, sehr wenig weiter. Die Abstände der 0,Zahl werden immer kleiner, wie die steigt. Ich denke, wir sind jetzt bei 60,4 Grad, sagt er jetzt. Das ist für mich noch okay. Wird dann nicht schon fast durch? Wirst du gleich sehen. Bin mal gespannt. Also es ist auch optisch ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine irische Hereford-Hüfte aus Grassfett auch nehme, die sehr mager ist und ich die auf 52 Grad ziehe oder ob ich so ein Stück auf 52 Grad ziehe. Optisch schaut es anders aus, obwohl es die gleiche Gradzahl innen drin hat. Okay. Das ist oftmals ein Problem, logischerweise vom Koch im Steakhouse, der ein ganz anderes Verständnis von Medium hat als der Kunde. Deswegen ist das oftmals das Problem, dass der Kunde das zurückgehen lässt, weil er sagt, den Gargrad habe ich ja gar nicht bestellt. Der Koch versteht aber was ganz anderes drunter. Mhm. Also jetzt habe ich gemerkt, dass so eine Hüfte zum Beispiel, wenn ich die auf 56 Grad oder gar höher ziehe, so eine irische Hereford-Hüfte, weil die esse ich echt gern, die habe ich auch öfter mal im Tasting, dass die bei 56 oder 58 Grad total trocken und grau ausschaut, obwohl sie bei so ein Steak bei 58 Grad halt noch rosa ist. Okay. Na, da bin ich jetzt mal gespannt auf den Aufschnitt. Also jetzt sind wir hier bei 60,8, da tut sich jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, wie lange das gedauert hat, keine Ahnung. Aber du siehst, da tut sich jetzt nichts mehr. Das muss mir sowieso auffallen. Du bist jetzt keiner, der großartig die Temperatur vom Grill kontrolliert, wie viel Grad das jetzt ist, sondern das rein gefühlsmäßig intuitiv gut kann. Ja. Empfiehlt sich das, dass man da vorher nachguckt, wie viel der Grill rostet hat an Gradzahl oder nee. Je heißer, desto besser? Also ich sage immer, zum Steak angrillen will ich die Temperatur, was der Grill hergibt. Und dann gebe ich Vollgas. Ob das ein Gasgrill, ein Holzkohlegrill, eine Plansche, eine Pfanne ist. Eine Pfanne daheim, eine gusseiserne Pfanne, heize ich 10 Minuten vor, ohne irgendwas drin. Wenn ich das Steak reinlege, dann muss das rauschen, dann muss das knistern. Und wie gesagt, dann immer auf die andere Stelle legen, wenn du es dann wendest. Ne? Also möglichst nicht in so einer Pfanne zwei Steaks, sondern ein Steak. Das machst du fertig, dann tust du es in den Ofen, mit Thermometer im besten Fall. Und dann kannst du es essen. Genau. So, ich habe auch, zum Beispiel gestern habe ich Brisket gemacht. Und weil du eben sagst, ich kontrolliere die Temperatur nicht. Ich habe das bei mir im Räucherofen 2 Stunden lang geräuchert. Und danach kommt es bei mir auf den Gasgrill, weil es viel einfacher ist. Also ich bin da auch keiner, der es irgendwie glorifiziert oder mystifiziert, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja. Da habe ich kein Thermometer drin, weil mich das gar nicht interessiert, weil in den 2 Stunden, wo ich es räuchere, kann es niemals übergaren, was ich ja beim Brisket sogar eigentlich will. Interessiert mich nicht. Ich habe dann tatsächlich mit gestern gar nicht die Temperatur gemessen. Ich habe drauf gelangt, habe dann gemerkt, das war wabbelig, das war weich, die Kollagene haben sich aufgelöst und dann war es fertig. Also gut, jetzt hast du noch jede Menge Erfahrung und jede Menge Know-how. Ja, klar. Empfiehlst du es im Laien auch? Oder ist es gut, wenn man dann mit Krücke arbeitet quasi und sich ein bisschen Thermometer und Temperatur überwacht und alles? Und am Anfang würde ich es schon machen. Also ich habe mich ja jetzt jahrelang intensiv damit beschäftigt und das ist meine Passion, deswegen ist es auch für mich keine Arbeit in erster Linie. Und ich habe aber am Anfang, und ich mache es halt jetzt auch noch, mit Thermometer gearbeitet, weil ich einfach sage, dafür stirbt ein Tier. Ja. Und dem zoll ich Respekt. Ich möchte den besten Gargrad erreichen, ich möchte das beste Ergebnis erreichen, auch dem Tier gegenüber, aus Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und außerdem, ich meine, rein vom Logischen her, wenn ich so ein Steak, das kostet 35 Euro,
versaul, dann ärgere ich mich drüber. Und warum? So ein Thermometer kauft er dir einmal, kannst du auch einen günstigen kaufen, wenn er kaputt geht und du sagst, es taugt mir, dann nimmst du das nächste Mal einen teureren oder du kaufst gleich einen gescheiten. Ich meine, wer billig kauft, kauft zweimal. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Ich kann nur sagen, was meine Erfahrung mit dem Ganzen ist und dementsprechend ja, meine Meinung wiedergeben. Aber ich möchte niemanden dazu anstiften, das zu tun, was ich mache, wenn er nicht selber davon überzeugt ist oder nachvollziehen kann, warum ich das noch so mache, wie ich es mache. Ja. Also, dann nehmen wir es mal runter. Dann schneiden wir es an. Wenn möglich, gegen die Faser. Hier kann ich jetzt zum Beispiel die Muskelfaser erkennen. Siehst du die auch? Ja. Also sprich, ich drehe es so rum und schneide immer im 90-Grad-Winkel. Die Faser läuft so, schneide ich gegen die Faser. Ich zeige euch das jetzt mal aus der Nähe noch. Oh, das riecht fantastisch. Und schaut auch super aus. Schade, dass ihr davon nichts probieren könnt. So. Man kann es jetzt mal kurz liegen lassen, weil dann wird sich die Farbe auch nochmal verändern. Einfach nur, um euch das zu zeigen, weil es schaut jetzt natürlich ein bisschen grauer aus, als ihr das vielleicht erhofft habt. Ich will es jetzt aber auch nicht zu lange abkühlen lassen. Wir lassen jetzt einfach mal eine Tranche liegen, würde ich sagen, dass man das sehen kann. Und dann probieren wir jetzt mal das da. Aber ich glaube, du kannst schon, film das mal kurz aus der Nähe. Schau mal, wie saftig das ist. Also ich schneide die Tranche nochmal. Und da haben wir jetzt Beispiel, das ist kein Blut, was da drauf ist. Das genau, ist das ist, aber schau mal, wenn ich das schneide, siehst du das? Ja. Also, wie gesagt, 60 Grad. Jetzt sagen manche, das kann man nicht machen, das Tier stirbt zweimal. Aber das ist, ich glaube, du kannst es erkennen. Und du siehst jetzt auch, wie das nachrödet. Mhm. Und deswegen sage ich, oder ganz noch viel wichtiger, die Temperatur hier beim Fett. Ich hatte schon Leute im Tasting, die gesagt haben, das Fett schmeckt ihnen besser als das Fleisch. Finde ich zwar ein bisschen schade, aber das ist dieses gelbe Fett, wo richtig Geschmack drin ist. Probier das mal. Das hier? Mhm. 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 Krass, ne? Der Mann hat recht, ja. Fantastisch. Und das ist halt das, wo dann auch manche Leute sagen, sie schmecken Heu. Buttermilch, was weiß ich daraus. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber du merkst einfach, da ist Aroma drin, ne? Aber hallo. Mhm. Und deswegen bin ich ein Freund von diesem gelben Fett. Und das kriegst du eben bei einer Mast in Feedlot, kriegst du das nicht hin. Das geht also gar nicht. An alle Spezialisten, die nur mageres Filet haben wollen. Genau. So muss es auch schon. So, und jetzt kannst du mal das Fleisch mitprobieren. Mhm. Oh ja. Krass, ne? Ist das krass geschmacksintensiv? Weißt du jetzt, was ich meine mit diesem Umami, ja, natürlichen Rindfleischgeschmack? Ja. Das ist jetzt einfach nur Fleisch mit Salz. Ja. Nichts weiter. Das und das hat so einen brutalen Eigengeschmack. Ja. Und deswegen ist es eins meiner Lieblingsstücke tatsächlich. Lass mal das jetzt? Rubia Gallega, das spanische Blondvieh. Man schreibt es Gallega, aber das ist genauso wie Mallorca und Mallorca. Ne? Also, genau. Rubia Gallega, spanisches Blondvieh. Die alte Oma-Kuh, Old Cow heißt es hier auf der Verpackung. Und ich habe jetzt kein Brot da, aber das kann man tatsächlich dippen. Das machen auch manche bei mir im Tasting und auch zu Recht, da ist auch richtig Geschmack drin. Also, wie gesagt, es ist kein Blut, es ist einfach nur Fleischsaft. Fantastisch schmeckt die alte Dame. Ja, bedien dich. Man muss dazu sagen, ehrlicherweise, es ist nicht ganz so zart wie ein Filet. Es hat schon Biss, aber ich sage immer, ich finde es ganz schade, dass die meisten Leute bei Fleisch immer sagen, oh, das war so zart, das konnte ich mit dem Löffel essen. Natürlich gibt es Stücke, die sehr zart sind. Das hat auch mit der Reifung zu tun und so weiter. Aber ich sage immer, ich muss mein Fleisch nicht mit dem Strohhalm trinken können. Ich habe Zähne. Ich mag das sogar, wenn ich ein bisschen Biss habe. Wenn ich zum Beispiel Spare Ribs esse, dann mache ich die nicht 3-2-1, weil ich dieses Weiche nicht mag, dieses Fall of the Bone. Ich mache die 5-0. Ich habe eine Wasserschale mit drin,
lass die 5 Stunden durchlaufen auf niedrige Temperatur. Räuche auch nicht 5 Stunden lang, weil ich gar nicht so der Freund von zu intensivem Rauch bin. Okay. Und dann habe ich ein Rippchen, die zart sind, aber die haben halt noch ein bisschen Biss. Das ist meins. Ne? Wie gesagt, ich will da niemandem sagen, er macht's falsch. Ich sage nur, man kann vielleicht auch mal anders auf die Dinge draufschauen. Ja, und das ist auch nicht schlecht, wenn man beim Kauen noch ein wenig Fleischdecks genau. spüren kann und das nicht einfach irgendwie ja. zerfällt. Ja, finde ich auch. Und da kann man jetzt eben, das kannst du vielleicht auch nochmal von der Nähe filmen, es hat wirklich grau ausgeschaut am Anfang. Jetzt schaut euch das mal an. Also das hat 60 Grad Kerntemperatur. Und ich möchte einfach den Leuten auch die Angst nehmen, weil sie sagen, ich hatte letzt einen bei mir im Shop drin, der hat dann nur Burger mitgenommen, weil er sich nicht zutraut, so einen Steak dann richtig zuzubereiten. Leute, ihr werdet Fehler machen, auch wenn ihr bei mir im Workshop wart, wenn ihr euch 1000 YouTube-Videos angeschaut habt, wenn ihr Bücher gelesen habt, ihr werdet Fehler machen, das gehört zum Lernprozess dazu. Aber deswegen zu sagen, ich mach's gar nicht, ist für mich keine Alternative. Genau, also Rubiaker Steger haben wir jetzt, wir warten jetzt noch auf das, würde ich sagen, dann schneiden wir das noch an. Mal schauen, ob ich da mit der Qualität noch hinterherkomme. Also das ist schon ein schwerer Gegner. Ich muss aber sagen, dann auch den Kopf in den Sand zu stecken, macht ja keinen Sinn, sondern dann musst du sagen, finde ich, woran liegt es, dass das so schmeckt? Kann ich da irgendwie was adaptieren? Ich hatte mal jemanden, der hat mir Stücke vorbeigebracht, Flanksteak, Hüfte, Ribeye, glaube ich, und hat mich nach meiner ehrlichen Meinung gefragt. Die habe ich ihm mitgeteilt. Ich hätte ihm sogar sagen können, was er vielleicht an der Haltung oder so verändern hätte können, um dahin zu kommen. Ich habe ja gesagt, als Steakliebhaber hätte ich es gerne ein bisschen mehr marmoriert gehabt. Auch die Röstung war irgendwie komisch, das hat nicht so wirklich Farbe angenommen und so weiter. Ich habe von dem Herrn nie mehr was gehört. Finde ich schade, weil ich bin halt so, wenn einer an mich konstruktive Kritik richtet, natürlich kommt es auch immer auf den Ton an, aber ich habe mich schon bemüht, auf Augenhöhe mit ihm zu reden und ihm auch im Prinzip zu helfen. Ne? Und dann, wenn ich dann einfach nichts mehr davon höre, finde ich es ein bisschen schade, aber das muss jeder auch selber wissen. Ja, mir hast du ja auch schon Tipps gegeben, ja. wo ich noch ein bisschen nachbessern kann. Ja. Am ganz perfekten Stand sind wir noch nicht, aber wir sind dann unterwegs dorthin. Perfekt geht nicht, weil es auch die Leute oft nicht kapieren ist, wenn du eine Weidehaltung hast, wirst du niemals in den Bereich von Marmorierungen kommen wie bei einer Mast. Das geht gar nicht. Du kannst zwar Rinder, die Weide gefüttert sind, nochmal am Ende zusätzlich mit Kohlenhydraten füttern, ob das jetzt Mais, Gerste, was weiß ich ist, kannst du tun. Dann wirst du eine bessere Marmorierung bekommen. Aber zum Beispiel ein Wagyu-Rind, das ausschließlich auf der Weide gehalten wird, wird eine Marmorierung von, ich sage jetzt mal 8, vielleicht 9, nicht überschreiten. Also diese ganz, ganz extremen Marmorierungen, wie du bei Kobe Beef hast, ist auf der Weide schlicht und ergreifend nicht möglich, auch wenn die Rinder die genetische Veranlagung dazu haben. Und deswegen finde ich immer, der Endverbraucher, das ist ja gar nichts verwerflich, überhaupt nicht, ich will nur informieren. Der Kunde muss sich dann eben entscheiden, bin ich eher für die Haltung, dass es den Rind gut geht, dann muss ich aber in Kauf nehmen, dass die Marmorierung wahrscheinlich nicht so gut ist. Oder möchte ich lieber Marmorierung und Palm, Aroma und Fett, dann muss ich aber in Kauf nehmen, dass eben Getreide zugefüttert wird. Immer Kompromiss, ja. Ja, genau. Ja, weil du das Kobe gerade angesprochen hast, die werden ja dann nochmal so eingesperrt, dass sie dann nicht mehr bewegen können und möglichst wenig laufen, also quasi zusehends im Stand verfetten. Ich sage jetzt mal, das sage ich im Tasting immer, das weiß ein recht kleiner Personenkreis, weil natürlich wollen die Leute, die Kobe Beef herstellen, sowas auch nicht in die Öffentlichkeit bringen. Aber ich sage es jetzt einfach mal. Mir hat jemand, der sich das vor Ort in Japan angeschaut hat, gesagt, der war in Ställen drin, da standen die Rinder mit LKW-Spanngurten im Stall, weil sie nicht mehr alleine auf den Beinen stehen konnten. Also ich sage auch immer, für mich persönlich ist Kobe Beef ähnlich wie Gänsestoppleber. Ja, das kommt mir ziemlich nah, gehe ich konform mit dir. Und ich habe es im Tasting drin, das soll jeder mal probieren und sein eigenes Urteil darüber fällen, weil ich sage, ich maß mir nicht an, jemandem anderen zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Ja. Deswegen muss jeder sein eigenes Urteil darüber fällen, aber das ist halt meine Meinung dazu. Ja, wir versuchen eben den Kompromiss aus der Marmorierung und der artgerechten Haltung hinzukriegen. Ja, bis jetzt, also für mich bin ich begeistert, die Kundschaft sagt auch, das ist in Ordnung. Verbesserungspotenzial gibt es immer noch, nachdem wir jetzt auch noch unseren Stall ein bisschen umbauen und die ganze Haltungsform noch ein bisschen umstrukturieren. Und dann gucken wir mal, was da dann an Qualität rauskommt. Da komme ich dann gerne nochmal zu dir und gerne. Mal schauen, ob es einen Unterschied gibt. Na, freilich, gern. Cool. Okay, ich schaue mal nach einem anderen. Gucken wir mal, was es Highland macht. Das ist doch krass, oder? Wie das sich jetzt noch so gefärbt hat. Auch. Super, genial. Mache ich, glaube ich, noch ein paar Nahaufnahmen, die zeige ich euch dann.
dann das rote Stück natürlich gegessen. Schauen wir, ob das auch rot ist. Der Anschnitt ist nochmal. Yeah. Schick, 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 schick. Also schmeckt echt so gut, wie es ausschaut. Schmeckt fast sogar noch besser, als es ausschaut. Also, top. Ich nehme nochmal eine Tranche. Na klar. Und ich bin halt echt ein Riesenfan von dem Fett. Ich sage auch immer, wenn ihr Fett am Fleisch habt, grillt es bitte mit. Ja. Ihr habt da auch einen gewissen Schutz von der Hitze. Zum Beispiel habt ihr ja vielleicht bemerkt, dass ich es mit der Fettschicht zum Feuer hingelegt habe. Wenn ihr das Fett nicht wollt oder nicht alles wollt, ihr könnt es im Nachhinein immer noch wegschneiden. Aber lasst es dran zum Grillen auf jeden Fall. Gibt dann einen Geschmack ans Fleisch ab, oder? Das ist auch ein Irrglaube. Wieder Irrglaube. Wieder was lernen. Wie soll das Fett ins Fleisch rein können? Das sind auch es sind Bindegewebsschichten dazwischen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das ist auch so ein absoluter Irrglaube. Das hört man aber auch öfter. Ja. Verschiedene Grillkanäle. Aber erzähl mir mal vom Logischen her, wie das funktionieren soll. Das ist unmöglich. Das ist auch genauso, warum oder wie soll es funktionieren, dass das Salz dem Fleisch den Saft entzieht. Eine Zellwand ist semipermeabel, bedeutet gewisse Molekülgrößen gehen durch und manche nicht. Und Salz ist halt von der Struktur her ganz anders als zum Beispiel ein Wassermolekül. Und deswegen, ein was geht rein, ein was geht raus. Es gibt eine Osmose, aber die Zellwände sind jetzt nicht so beschaffen, dass das Salz eingesaugt wird und das Wasser rausgeht, sondern es kommt ein bisschen was raus, aber du hast ja gesehen, da tut sich nicht viel. Also du kannst eine halbe Stunde, zwei Stunden vorher salzen und du wirst trotzdem merken, dass das Fleisch nicht trocken wird. Also das funktioniert nicht. Verrat nicht zu viel. Mir wollen schließlich auch noch, dass jemand zu deinen Workshops und seinen Tastings kommt. Da gibt es das Ganze nochmal ausführlicher, nochmal Stufe größer, nochmal Stufe informativer. Ja, genau. Der Mann weiß definitiv, von was er spricht und das schmeckt man auch. Das schmeckt mit dem Fleisch richtig an. Ich gebe mir Mühe. So, bei dem Stück ist für mich auch ganz logisch, werden wir jetzt nicht auf die 60 Grad kommen, wie wir es bei dem Stück geschafft haben, weil das einfach wesentlich dicker ist. Also da ist einfach wesentlich mehr Masse. Das ist ein ganz anderer Puffer. Wobei ich sagen muss, ich habe schon mal einen Schweinebraten gemacht und habe den, der hat, was hat denn der gewogen, 1,5 Kilo und habe den bei 250 Grad zum Schluss, um den anzuknuspern im Grill gehabt. Und dann habe ich eben nicht 100, 120 Grad oder wie jetzt hier einfach nur Sonnenlicht drauf, sondern habe ich in der Außenschicht 250 Grad. Und das hätte ich mindestens 10, 15, 20 Minuten ruhen lassen müssen. Und ich habe den runter und habe den angeschnitten. Und ich habe damals nicht so ein Brett gehabt mit einer Mulde eingefräst. Und ich bin ohne Witz mit dem Nachtupfen nicht mehr nachgekommen. Mir ist die Soße vom Brett runtergelaufen, als ob das ein Wasserfall wäre. Also richtig krass. Also da muss man auch ein bisschen dran denken, wenn die Endtemperatur, wo der Braten oder der Steak sehr hoch war, dann müsste man noch umso länger warten. Macht man ja auch bei Pulled Pork oder Brisket zum Beispiel, lässt man ja halbe Stunde, Stunde nochmal in der Thermobox einfach ruhen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Weil du gerade das Brett angesprochen hast, gibt es irgendwas, wo man sich draußen danach richten kann? Was taugt was? Was ist ideal? Was ist eher nichts? Taugt also was aus dem Supermarkt ein normales Holzbrett? Braucht es irgendeine bestimmte Holzart? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin großer Freund von Holz, weil im Holz sind Stoffe drin, die mikrobizid wirken. Und deswegen finde ich halt, ja, ich weiß, der Lebensmittel Kontrolleur sagt, es muss Plastik sein, aber wenn du da Rillen drin hast, da gehen die halt nicht kaputt. Passiert ja zwangsläufig, dass du Rillen drin hast. Ja. Und wenn du das nicht richtig sauber machst, dann können sich da eben Mikroorganismen ansiedeln und auch weiterleben. Das passiert im Holz nicht. Deswegen bin ich großer Freund von Holz, aber letztendlich, was du nimmst, ist egal. Also du kannst auch ein ganz, ganz billiges Brettchen nehmen und das halt vorher einölen. Das mache ich mit den Brettern auch, hast du ja vorhin gesehen. Genau. Dass einfach die Fleischsäfte nicht zwingend ins Holz rein diffundieren, dass du da eine gewisse Schutzschicht hast. Dann wird es unter fließenden, warmen, lauwarmen Wasser abgespült, wird trocknen gelassen und wird wieder eingeölt. Und dann hat man auch lang was davon. Ich bin jetzt keiner, der sagt, also ich habe vorhin schon gesagt, wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Deswegen bin ich schon einer, der Qualität kauft. Aber ich muss jetzt nicht das Teuerste vom Teuern kaufen, ich finde Preis-Leistung müsste passen. Ja. Und letztendlich tut es was Günstiges auch, wenn du vielleicht gerade nicht mehr Geld hast oder einfach sagst, das ist es mir nicht wert, dann ist das auch okay. Mhm. Beim Oberhitzegrill das Gleiche, finde ich. Außerdem schaut so Holzbrett wesentlich schöner aus als so Plastikbrettle, was da vor dir liegen hast. Jo, wie schaut's aus mit unserem Highland? Okay, es tatsächlich sind wir jetzt doch auf die 60 Grad kommen und es läuft immer noch. Okay. Also ich glaube, dass
dass wir da sogar noch drüber kommen. Über 61, bin mir relativ sicher. Weil anscheinend aufgrund des Volumens des ganzen Fleisches doch mehr Energie einfach drin ist. Ne? Das ist ein Puffer für Energie. Und ich warte jetzt einfach, bis das durchgelaufen ist. Also bis die Kerntemperatur nicht mehr steigt. Und deswegen sage ich auch, ich sage niemals, wenn zu mir einer sagt, wie lang muss ich denn eine Seite, andere Seite, wie lang muss ich denn wohnen, sage ich immer. Sage ich euch nicht, kann ich euch nicht sagen. Sondern bis fertig ist. Bis es fertig ist, genau. Und das sagt ihr das Fleisch selber. Das heißt, diese ganzen Regeln, die im Internet kursieren mit 4 Minuten und dann 30 Sekunden und sowas, das kann man eigentlich gar nicht pauschalisieren, weil es aufs Fleischstück ankommt und auf die Art der Zubereitung. Überhaupt nicht. Ich hatte sogar einmal einen im Steak-Workshop, der hat gesagt, der hat eine App auf dem Handy, da gibst du die Fleischstärke an und der sagt dir dann, wie lange du das Steak von beiden Seiten anrösten musst, dass es den und den Gargrad hat. Okay. Er hat gesagt, es hat funktioniert. Okay. Gut, kann ich Zufall, aber ich würde das nie machen. Okay. So, jetzt steigt es wesentlich langsamer. Jetzt sind wir bei 61,8 Grad. Und wohlgemerkt, wir haben ihn bei 53 runtergeholt. Ne? Ja. Und fast 10 Grad mehr. Schon beachtlich, was da noch Hitze nachzieht. Ja. Ja. Von daher, selbst wenn wir es versaut haben, das Stück Fleisch, hat es allein den Nutzen gehabt, zu zeigen, was ich da tue. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das was braucht. Ja, ich sage auch immer, gutes Fleisch kannst du im Prinzip nicht versauen. Das ist tatsächlich so. Wenn es schön marmoriert ist, wenn es eine gute Sukkulenz hat, das heißt Wasserbindevermögen in der Zelle, dann kannst du ein gutes Stück Fleisch kaum versauen. Also da musst du wirklich grob fahrlässig damit umgehen. Okay. Haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben jetzt hier wirklich eine schöne Kruste sogar noch hingebracht. Also, im Klartext, grillen ist eigentlich idiotensicher. Wenn du gescheites Fleisch hast. Wenn du gescheites Fleisch hast. Ja. Okay. So, also wir sind jetzt fast bei 63 Grad. 10 Grad mehr als die Temperatur, wo wir es runter haben. Mhm. Wahnsinn, ne? Also diese Thermometer sind jetzt nicht geeicht, ne? Also ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber man braucht da irgendwo einen Anhaltspunkt. Genau. Ich würde sagen, wir haben jetzt relativ lang gewartet, da tut sich jetzt nicht mehr viel. Ja. Jetzt schneiden wir es doch einfach mal an. Hunger kriege ich jetzt auch schon, also machen wir. Aber es kann jetzt schon aufgrund der Struktur nicht sehr trocken sein. Hier sehe ich jetzt wieder die Muskelfasern laufen. Das heißt, ich schneide jetzt wieder quer zur Faser. Oh ja. So, und es waren jetzt 63 Grad, wo wahrscheinlich die meisten gesagt hätten, oh, da kann man doch nicht mehr essen, das ist doch kurz trocken, das ist doch grau. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Und ich habe es euch vorhin schon gezeigt, wir können jetzt hier auch wieder warten. Dann schaut euch das jetzt mal an. Dann schaut es wieder so aus. Wahnsinn. Ich dachte, es war jetzt bei 62 bei der gequetschten Kerntemperatur. Ja, genau. Und wie man sieht, ganz deutlich schön dunkle Rosa. Viel Fleischsaft tritt aus, also auch noch Zeichen, ganz, ganz saftiges Stück. Ja. Hat er gut zubereitet. Ich hoffe doch. So, dann belassen wir es für heute bei dem Video. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, dass wir ein bisschen was zeigen konnten und vermitteln konnten. Wenn da mehr Interesse besteht, schreibt es unten in die Kommentare. Geht auf jeden Fall unten, verlinke ich es nochmal, auf den Catchy seine Webseite und auf seinen YouTube-Kanal. Also da kann man auch immer ein bisschen Wissen mit abgreifen. Sehr informativ. Ansonsten, hast du noch was zusammen dazu? Nee, ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen, um Fleisch zu kaufen, weil wie gesagt, ich habe jetzt angefangen, das zu tun und gerade im Ausbau auch vielleicht die Grills, mit denen ich arbeite, von denen ich jahrelang schon überzeugt bin, auch mit ins Programm zu nehmen. Also da tut sich auf jeden Fall was. Wir sind auch immer in der aktiver auf Instagram. Heute bekomme ich gleich eine Schulung. Facebook, Homepage, ja, der YouTube-Kanal ist gerade im Wachsen, genau. Da kann man mal schauen. Und wenn ihr im Bereich Bamberg unterwegs seid und Lust habt auf gutes Fleisch, hier Altenburgblick beim Catchy gibt es immer sehr, 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 sehr gutes Fleisch, also das beste Fleisch, was man haben kann. Und wenn man dann noch mehr wissen möchte, wie verschiedene Rinderrassen, Steaksorten, wie der Geschmack da reinkommt, der Mann hat es richtig drauf, hat mir auch gerade gemerkt, die fachliche Kompetenz gepaart mit Geschmack, man kann da sich durch die ganze Welt das Rindfleisch probieren. Macht einfach bei so einem Steak-Tasting mal mit oder besucht einfach seinen Grill-Workshops. Würde mich freuen. In diesem Sinne, Servus. Servus.